Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Zelda Breath of the Wild im Master-Modus. In der letzten Folge haben wir hier den Turm des Sees erklommen und heute werden wir dieses ganze Gebiet von Firone, naja, vielleicht nicht das ganze, aber einen Teil des Gebiets von Firone erkunden. Aber bevor wir uns losmachen, fangen wir natürlich wieder mit den Fanarts an. Und das erste Fanart stammt von Yaku. Yaku hat nämlich einen Licht-Okamsen in Gelb gezeichnet und dazu noch geschrieben, alle malen es jetzt auch, weil du es cool findest, Okami. Und damit hat er auf jeden Fall recht, denn in den letzten zwei Folgen gab es einige Fanarts mit dem Licht-Okamsen. Aber ich freue mich natürlich über jedes Fanart, egal welches Motiv gewählt wurde. Yaku, vielen lieben Dank für deine Einsendung. Kommen wir zu einem weiteren Fanart von Linky Boy. Der hat nämlich ganz viele Motive gezeichnet. Einmal mein Okamsen-Avatar in der Mitte, links daneben das Master Sword, dort drunter ein Bogblin, rechts daneben zwei Grabsteine. Einmal ein Grabstein, auf dem Rip Donny und einmal ein Grabstein, auf dem Rip Galon steht. Dann wieder rechts daneben ein Octorok. Und Leute, ich hasse diese Dinger. Und dann befinden sich oben rechts und oben links nochmal zwei Wölfe. Ganz oben befindet sich eine Fee. Und natürlich darf die Aufschrift Wolfsrudel nicht fehlen. Linky Boy, vielen lieben Dank für deine Einsendung. Und dann kommen wir zu einer weiteren Einsendung von Askimo oder Uskimo, der nämlich die BOTW-Landschaft gezeichnet hat. Und rechts sieht man Bruchstücke des Plateaus, glaube ich, oder des Hyrule Castles. Eins von beiden soll das darstellen. Mit einer kleinen Triforce-Gravur. Im Hintergrund erscheint ein Wächterläufer zum Vorschein. Und am Himmel sieht man schon den Blutmond. Und jetzt kommt natürlich das Beste. Man sieht meinen Wolfsavatar, der gerade hinter sich zwei Bomben zu liegen hat, was quasi eine Windbombe darstellen soll. Sprich, der Wolf versucht gerade eine Windbombe zu vollführen. Uskimo, wirklich vielen lieben Dank für dieses Fanart. Das ist sau cool. Ich finde die Farben richtig schön. Und auch die Idee, dass du einfach meinen Wolfsavatar genommen hast und den eine Windbombe machen lassen hast, finde ich sau, sau cool. Du hast dir da wirklich sehr viel Mühe gegeben und das weiß ich wirklich sehr zu schätzen. Vielen, vielen lieben Dank für deine Einsendung. Und dann kommen wir noch zu zwei Fanarts von Yoshi Offs. Einmal von sich und einmal von seinem Bruder. Ich weiß gerade leider nicht, welches davon wem gehört. Aber auf jeden Fall sind beide Zeichnungen ziemlich identisch. Und zwar befindet sich rechts der Dekobaum, links daneben Okamsen mit der linken Mütze, dem Sheikah-Stein und dem Master Sword. Und dort drunter befindet sich das Triforce und links daneben ein Krog. Und ich finde es sau cool von euch beiden, dass ihr euch jeweils separat an eine Zeichnung gesetzt habt. Das ist euch beiden wirklich sehr gelungen. Und deswegen vielen lieben Dank nochmal an euch beide für eure Einsendung. Dann würde ich aber sagen, Leute, wir haben jetzt genug gequatscht. Wir werden uns mal hier wegbewegen. Wir kommen ja von dort hinten und da scheint es einen Weg in die Richtung zu geben. Aber ich denke, da wird nichts mehr zu sehen sein, weil dort befindet sich ja dann schon wieder Gerudo. Deswegen gehen wir mal in diese Richtung und schnappen uns erstmal das, was sich hier oben auf diesen Plattformen befindet. Was auch immer hier sein mag. Okay, hier warten auf jeden Fall schon ein paar blaue Exalfos auf uns. Aber die sollten nicht so stark sein. Nee, die sind ziemlich schwach tatsächlich. Jetzt frage ich mich natürlich, was sich hier in diesem Ton befindet. Hier einmal ein Topaz. Ja, fängt schon mal ganz okay an. Und was haben wir hier drin? Das ist natürlich die wichtigere Truhe. Ein Meteorstab mit verbesserter Haltbarkeit. Okay, wir haben doch in der letzten Folge einen Feuerstab eingesammelt. Dann tauschen wir den mit dem Meteorstab aus. Denn der ist sowieso viel stärker und hat sogar verbesserte Haltbarkeit. Gut, Leute. Gehen wir jetzt erstmal Richtung Brücke. Denn soweit ich mich noch erinnern kann, gibt es hier irgendwo in der Nähe noch einen Schrein, den wir bewältigen können. Und hier warten auch schon ganz viele Bockblins auf uns, die nicht zögern werden, auf uns mit Pfeilen zu schießen. Okay, gut. Aber das hat sich damit dann auch schon erledigt. Denn hinterherlaufen können sie uns nämlich nicht. Hylia-Brücke. Da sind wir. Und ich kletter erstmal direkt hier auf dieses Konstrukt. Denn ich bin mir zu 99,9% sicher, dass hier oben auch wieder ein Krog sein wird. Ich meine, das sieht auch schon sehr einladend hier aus. Oder vielleicht wurde ich auch komplett getrollt und hier befindet sich einfach gar nichts drauf. Vielleicht auch auf der anderen Seite. Das kann natürlich auch sein. Oder ich habe einfach nur was übersehen. Was befindet sich hier? Auch nichts. Okay, gut, Leute. Dann lag ich wohl doch falsch. Normalerweise habe ich ja mit meinem Krog gespürt ziemlich oft recht gehabt, aber heute gönnt uns das Spiel das mal nicht. So, du da. Wie wär's, wenn du stirbst? Bam. Was, der überlebt? Gibt es hier eigentlich eine Erinnerung? Also mir war so, als gäbe es irgendwo in der Nähe der Hylia-Brücke auch eine Erinnerung. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, weil ich hier noch nie selber war. Zumindest nicht so, wie man es vorhersieht. So, du. Auch noch. Ich war halt hier nur einmal und das war
als ich die Master Sword Challenge gemacht habe. Aber auf der Brücke selbst war ich tatsächlich noch nicht. Was befindet sich hier drin? Eine Schuppenlanze. Oh, wow, die ist gar nicht mal so stark. Kann man vernachlässigen, würde ich sagen. Aber hier befindet sich ein Krog. Okay. Oh, ich glaube, ich muss von hier unten untersuchen. Ah, okay. Verstehe. So, und wir nähern uns den 100 Krogs. Und jetzt muss ich mal überprüfen. Gab es nicht hier irgendwo eine Erinnerung an der Hylia-Brücke? Was haben wir hier? Hier ist doch die Hylia-Brücke, oder? Ja, doch. Das wird die Hylia-Brücke sein. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das ist, glaube ich, am Festplatz. Hier könnten wir auch noch hin. Da waren wir auch noch nicht. Ich habe voll vergessen, dass wir noch einige Erinnerungen zu finden haben. Das habe ich schon wieder voll verdrängt. Wait, what? Hier ist ein Jäger? Und wo kommt der denn auf einmal? Komm, nimm das. Ja, das war easy. Das war ja mal total entspannt. Komm rauf hier auf diese Plattform. Ich hoffe, das geht gut. Nee, das geht nicht gut. Aber jetzt, komm. Und eine Königshallebarde. Sehr nice. Ich hoffe, wir fallen jetzt nicht runter, weil die Octoroks sehen sehr elektrisiert aus. Ich glaube, ich muss mich beeilen. Ich werfe einfach ganz schnell was weg. Und zwar... No, 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 no. Und genau das sollte eigentlich nicht passieren, Leute. Das war ein bisschen lost. Jetzt frage ich mich nur gerade, ob ich noch irgendwie an diese Truhe komme. Oder ob ich hier raufklettern kann. Hallo, Link, magst du klettern? Werde ich hier sterben? Nein. Okay, oh mein Gott. Oh mein Gott, habe ich da nochmal Glück gehabt. Okay, aber ich glaube, wir könnten noch eine Chance haben, an die Truhe zu kommen. Mit den Eisblöcken sollte es, glaube ich, gehen. So, die ist hier unten. Kommen wir da schon ran? Nee. Aber noch ist nicht jede Hoffnung verloren. Okay, wir kommen sogar noch ran. Perfekt. Gut, die Hellebarde lasse ich mir natürlich nicht entgehen. So, und da haben wir die Königshellebarde. Jetzt frage ich mich nur gerade, brauche ich wieder einen Stein oder klappt es ja auch mit einer Bombe? Probier's mal mit einer Bombe vielleicht? Nee, das war, glaube ich, keine gute Idee, oder? So, dann spreng ich die Bombe und nichts passiert. Okay, dann brauche ich tatsächlich einen Stein dafür. Wie soll ich denn hier einen Stein runterbekommen? Okay, klettern wir einfach, klettern wir einfach. Kann ich hier mal irgendwo stehen? Okay, wisst ihr was? Ich benutze einfach Revalis-Sturm. Das dauert mir hier zu lang. So, hier irgendwo muss es einen Baum geben. Oder ist der doch auf der anderen Seite? Kann es sein, dass der auf der anderen Seite ist? Oh wow, und ich dachte, ich sei richtig. Okay, aber dann checken wir noch hier oben diesen Wachposten ab und hoffen, dass sich hier drauf einen Krog befindet. Hier kann ich auf jeden Fall irgendwas anzünden. Das sehe ich doch jetzt schon. Die Frage ist, was passiert, wenn wir es anzünden? Okay, dann kommt ein Krog. Das habe ich mir ja schon irgendwie gedacht. So, dann fehlen echt noch zwei Stück. Aber dann war doch mein Gespür gar nicht so falsch. Wir waren einfach nur auf der falschen Seite. Ah, okay. Hier sind ja Steine. Na, perfekt. Dann müssen wir jetzt noch irgendwie einen Stein da runterwerfen. Kann Link überhaupt so weit werfen? Ich probiere es jetzt einfach mal auf gut Glück. Und jeet! Oh mein Gott, das hat perfekt gepasst. Ja, nice. Dann haben wir schon einige Krogsamen finden können. Gut, bevor wir zur Erinnerung gehen, ich denke mal, die müsste auf der Seite sein, oder? Da sind auf jeden Fall Bäume. Ich denke mal, das wird auf der Seite sein. Hier scheint nämlich nirgends ein Baum zu sein. Oder könnte das der Baum da hinten sein? Muss nochmal das Album überprüfen. Wie weit war die Brücke entfernt? Ja gut, die ist schon ein Stück entfernt. Nee, doch, dann muss es da hinten sein. Bei dem Baum. Ich bin mir ziemlich sicher. Dann gehen wir doch zuerst dahin, weil da hinten sind die Berge, die man auf dem Bild sehen konnte. Oh nee, noch ein Jäger. Oh mein Gott! Nee, mit dem will ich mich nicht anlegen, um ehrlich zu sein. Ah, der hat eine krasse Klinge. Komm hier, du stirb. Kann er mich nicht one-shotten? War das nicht so? Okay, weißt du was? Verbrennen wir dich einfach. Was passiert jetzt? Ja, komm. Kannst mir gar nichts, Junge. Oha, der kriegt ja doch gut Damage. Bam. Komm, lad dich auf und bam. Wir verbrennen den jetzt einfach auf ganz entspannt. Na, macht's dir Spaß, Jäger? So kann man auch gegen Giga kämpfen, Leute. Jetzt wisst ihr Bescheid. So macht man das. So, dann nehmen wir nochmal die Hellebarde und bam. War ein netter Kampf. Und er droppt uns nur Schwertbananen. Na super. Eine Windklinge. Nehme ich die mit? Ja, doch. Ich weiß halt nicht, was ich dafür droppen soll. Ich glaube, ich werfe einfach mal das Eisschwert weg. Nee, wobei, das hat verbesserte Haltbarkeit. Oh, ist das nervig. Vielleicht doch die Waldlanze? Nee, die Feuerlanze kommt. Weg damit. So, nehmen wir die Klinge noch mit. Die sieht nämlich actually gar nicht so schlecht aus. Und dort hinten müsste irgendwo ein Baum sein. Und da sind wieder gegnerische Plattformen. Doch da hinten müsste dieser eine Baum sein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es der ist. Okay, wisst ihr was? Wollt ihr herkommen? Wollt ihr angreifen? Komm, ich besieg euch alle. Kommt her. Warte, was? Die Windklinge? Sondert einen Windstoß aus? Das wusste ich gar nicht. Wir hatten doch schon mal eine Windklinge und die hat gar nichts gemacht, oder? Oder hieß die anders? Du da? Wie wär's, wenn du stirbst?
Das wäre jetzt unsere Chance gewesen, draufzusteigen. Aber okay. Wie komme ich da jetzt drauf? Das ist ganz schön blöd. Der Wali ist gerade nicht auf meiner Seite. Dann versuche ich hier hochzuklettern. So, kann ich hier irgendwo stehen? Und hopp. Okay, von hier aus müsste ich ja easy raufkommen. Und da hinten sind die Zwillingsberge. Da müssten wir auch noch rauf. Wir haben echt noch einiges vor uns. So, was haben wir hier? Nochmal eine Königshellebarde. Brauchen wir zwei Stück? Eigentlich nicht. Oh mein Gott, hier ist wieder der Drache. Aber sonst war hier, glaube ich, keine Truhe. Komm, Stirbschleim. Doch, das muss der Baum gewesen sein. Und hier müsste es irgendwo eine Erinnerung geben. Hier oben. Hier ist eine Erinnerung. Oh mein Gott. Und was ist hier? Ist hier irgendwas versteckt? Ein Krog. Ah! Und da ist unser 100. Krog. Sehr, sehr nice. Okay, dann würde ich sagen, erinnern wir uns mal eine Runde. Trevali ist natürlich auch wieder an unserer Seite. Sieht nicht aus, als würde es bald aufhören. Wie dein Vater hast du den Weg des Ritters gewählt. Auch wenn die Ausbildung hart war, du hast nicht aufgegeben. Und letztendlich hast du dich als würdig erwiesen, das Bannschwert zu führen. Ich freue mich von ganzem Herzen für dich. Aber was, wenn du mit dem Schwert nicht hättest umgehen können? Wenn trotzdem alle gesagt hätten, du musst in die Fußstapfen deiner Vorfahren treten. Du musst ein Ritter werden, um jeden Preis. Wenn sie einfach nicht damit aufgehört hätten. Was? Was hättest du dann gemacht? Eine sehr interessante Erinnerung. Bruchstückweise ergänzt sich die Story von BOTW immer weiter, auch wenn ich noch nicht so wirklich den Durchblick darüber habe, worauf sie jetzt damit hinaus wollte. Aber gut, jetzt haben wir zumindest eine Erinnerung mehr erlangt. Ich frage mich, was man als Belohnung dafür bekommt, wenn man alle 12 Erinnerungen hat. Ich hoffe, ihr schreibt es mir nicht in die Kommentare, denn ich möchte nicht gespoilert werden. So, wir wollten jetzt noch da drüben zu dieser Insel, denn dort befindet sich nämlich auch noch ein Schrein. Und hier scheint der Drache die ganze Zeit sein Unwesen zu treiben, um es mal böse zu formulieren, wobei er eigentlich nichts tut. Aber ich glaube, hier ist so sein Hauptspot, oder? Also er scheint hier auf jeden Fall seine Kreise zu drehen. Und ich habe leider immer noch kein Horn bekommen. Also meines Wissens nach kann man Hörner von ihm abschießen, aber ich weiß nicht wie. Ich habe es probiert, aber es kam nichts dabei raus. Zumindest nichts, was ich wieder auffinden konnte. Warte, was? Er geht ins Wasser? Okay, viel Spaß. Ich will damit nichts zu tun haben. Ich gehe in die Richtung. Weiß nicht, ob das die schlauste Idee war, hier mit einem Gleiter hinzusegeln. Oh, ist es da vorne ein Exalfoss? Ja. Oh mein Gott, sogar Goldner. Okay, jetzt müssen wir vorsichtig sein. Ziehen wir uns mal die Zora-Rüstung an. Damit sind wir nämlich ein bisschen schneller. Wenn auch nicht sehr viel schneller. Wir bräuchten immer noch die anderen Rüstungsteile. Da müsste ich auch schauen, wie ich an die komme. Aber es sollte reichen, oder? Ja doch, das passt. Oh Gott. Nein, ignorier uns bitte. Ignorier uns. Ja! Oh mein Gott, als ob das geklappt hat. So, ziehen wir die andere Rüstung wieder an und versuchen uns nicht mit dem anzulegen. Den goldenen Exalforce tun ganz schön weh. Wo kommt der denn auf einmal her? Hat er mich gesehen? Er hat mich nicht mal gesehen. Wie zur Hölle sind wir bitte an den verschont vorbeigekommen? Ja, nice. Hier irgendwo ist der Drache wieder, so wie es klingt. Aber der interessiert uns jetzt nicht, denn wir wollen in den Yanaga-Schrein. Rein hier. Himmelsstürmer. Oh, okay, gut. Den Schrein kenne ich tatsächlich. Und zwar muss man hier unten eine Bombe reintun. Das ist ein ziemlich kurzer Schrein leider. Denn hier oben eine Bombe rauf tun. Dann sprengt man zuerst die Runde, sodass der Block nach oben fliegt. Und oben befinden sich Blöcke, die ziemlich brüchig sind. Und die kann ich dann wiederum mit der rechteckigen Bombe aufsprengen. Und jetzt tun wir dann nochmal eine runde Bombe rein. Denn wir wollen ja auch nach oben. So. Und hier befindet sich noch eine Truhe, an die wir jetzt scheinbar nicht mehr rankommen, oder? Link?
Okay, ich habe es irgendwie geschafft. Und hier befindet sich ein Zanshin-Kurzschwert. Wirkt nicht sehr stark. Lass ich das jetzt hier drehen. Ne, ich drop mal ganz kurz eine Waffe. Dann kann ich nämlich wenigstens die Truhe öffnen. Einige haben in den Kommentaren geschrieben, dass man alle Truhen öffnen muss in den Schrein, um die 100% voll zu kriegen. Aber ich habe gelesen, dass man nicht mal die Schreine braucht, um 100% zu bekommen. Deswegen, im Grunde ist es egal. Aber ich mache es jetzt einfach trotzdem. Weil, warum nicht? So, holen wir noch ein weiteres Zeichen der Bewährung ab. Damit haben wir wieder 4 Stück. So, und wir haben natürlich mal wieder das beste Wetter überhaupt bestellt. Danke für nichts. Oh, und jetzt verstehe ich, wie man hier rumtraveln soll. Und zwar mit dem Floß. Zumindest zurück. Wie man hier hinkommt? Keine Ahnung. So, teleportieren wir uns aber wieder zu dem Turm. Denn ich denke mal, hier gibt es jetzt nichts mehr zu sehen. Ich würde sagen, gehen wir mal hier runter zu dieser Bucht und schauen, was es noch zu entdecken gibt. Denn ich muss sagen, ich kenne dieses Gebiet absolut gar nicht. Ich bin hier vielleicht mal irgendwann versehentlich vorbeigelaufen oder so. Aber gezielt bin ich hier noch nie gewesen. Da hinten gibt es irgendeine komische Insel. Wollen wir mal dahin? Oder? Ach nee, das ist doch bestimmt nur so ein Lager von den Exhalfossen. Nee, das ist jetzt nicht so spektakulär. Was haben wir hier? Noch ein Hinox? Scheint aber ziemlich tot zu sein. Mal gucken. Gehen wir einfach mal trotzdem die Küste hier entlang. Oh, was haben wir denn da im Wasser? Sind das etwa Rüstungsschnapper? Oh mein Gott, perfekt. Die Dinger können uns nämlich ordentlich das Leben retten. Zumindest solange wir noch keine starke Rüstung haben. Und du, bitte nerv mich nicht. Was haben wir hier unten? Eine Maximuschel. Habe ich recht? Yes, okay. Erstmal direkt ein Foto davon gemacht und einsammeln. Und hier scheint es Möwen zu geben. Kann ich dich fotografieren? Eine Seemöwe? Komm schon, bleib doch drauf. Jetzt aber, da haben wir sie, die Seemöwe. Oh, ich bin ja echt gespannt, was man als Belohnung dafür bekommt, dass man alle Einträge des Handbuchs voll bekommt. Ich meine, das muss ja ziemlich mühselig sein. Man muss jeden, also man muss gefühlt jeden Gegenstand im BioTW einfach abfotografieren. Und das ist ja doch schon ziemlich mühselig. Und da erwarte ich doch schon eine ziemlich hohe Gegenleistung dafür. Okay, hier ist ein Wächter, das gefällt mir immer gar nicht. Man weiß nie, ob sie jederzeit zum Leben erwachen können. Und hier befindet sich eine Frau, die an der Kugel hängt. Ach, Hannibal, du bist ja so schön glatt. Was sagst du? Jemand beobachtet uns? Ach, Hannibal, sei doch nicht immer so schüchtern. Warum zeigst du nicht deine leuchtende Schönheit? Wie? Du meinst, unser Zaungast scheint etwas zu wollen? Mach dir doch keine Sorgen. Du weißt, ich würde dich niemals hergeben. Es tut mir leid, mein süßer, runder Hannibal. Aber ganz ehrlich war ich gerade nicht. Ich will Wächter sehen. Die Kleinen, die Fliegenden und die Laufenden. Ich will alle Wächter sehen. Aber nicht die Alten, Verrosteten. Die, die sich bewegen. Und wenn ich sie sehe, dann muss ich dich vielleicht verlassen. Aber keine Sorge, sich einem Wächter zu nähern, ist sowieso zu gefährlich. Ob es nun ein kleiner, ein fliegender oder einer der laufenden Wächter ist, es wird nur ein Traum bleiben. Im Anblick des Wächters. Okay, was man tun muss, ist glaube ich ziemlich selbsterklärend, denn wie es aussieht, muss ich Bilder von Wächtern machen. Zu schade, dass hier keine kleinen oder fliegenden in der Nähe sind. Das höchste der Gefühle könnten hier wahrscheinlich laufende Wächter sein, aber alles andere wird wohl nicht aufzufinden sein. Und hier haben wir einen Krog, der wieder flink umherrennt. Okay, warten wir einfach hier. Jetzt macht er nämlich seine Runde. Und hab dich! So, und ein weiterer Krogsamen in unserem Besitz. Gibt es hier sonst noch irgendwas zu entdecken? Hier haben wir noch mehr Erz. Was haben wir hier? Krabben. Schwertkrabben. Das ist natürlich auch gar nicht so schlecht. Die geben doch bestimmt Angriff. Dann schnappe ich mir mal eine. Dann nehme ich hier noch die Erze mit. Und wieder nichts Besonderes drin, außer ein Bernstein. So, in diesem Gebiet gibt es auch nichts, außer ein Exhalfoss. Moment, der lebt doch, oder? Der scheint zu leben. Habe ich davon schon ein Bild gemacht? Jetzt muss ich mal schauen, was habe ich denn alles schon abfotografiert im Handbuch? Also Monster, habe ich schon Wächter fotografiert? Sieht noch nicht so aus. Nein, das sieht absolut nicht so aus. Außer die beiden natürlich. Dann haben wir ja noch was vor uns. Hier haben wir eine Rüstungskrabbe. Sehr nice, her damit. Oh, das Ding wird uns doch gleich anschießen. Da, ein Wächter. Läufer, oh Gott. Ich wusste ja, auf den würden wir hier irgendwie treffen, aber die anderen befinden sich, soweit ich weiß, nur in der Nähe vom Schloss Hyrule. Einmal bitte fotografieren. Ich habe den schon einmal fotografiert. Okay, tauschen wir einfach aus. Ah, jetzt dürfen wir gegen den kämpfen. Na super, das hat mir ja noch gefehlt. Komm. No, no, no. Oh mein Gott, das war Glück. Darum, du hast mir gerade das Leben gerettet, aber sowas von. No, 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 no. Nein, mein antiker Schild, einfach zerbrochen. Komm schon. Ich krieg's nicht mehr hin. Ja, ja, perfekt. Komm. Bleib doch mal stehen, du blöder Läufer. Nimm doch den Schild, Mensch. Oh mein Gott, aber wir haben kaum Damage bekommen. Das ist gut. Das zeigt, dass wir stärker geworden sind auf unserer Reise. Komm. Stirb. Wie viel hält er aus?
Geht doch, meine Güte. Aber dafür, dass er uns einen direkten Treffer verpasst hat, haben wir gar nicht so viel Schaden bekommen. Ist unsere Rüstung wirklich schon so stark? Ja, ich meine, nicht schlecht. Ich beschwere mich mal weniger, ne? Ich weiß noch, als wir nach Goronia gereist sind und da von den Wächtern ziemlich hart aufs Maul bekommen haben. Aber dagegen war das jetzt ja einfach nur ein Klacks. Ich gehe lieber nach oben, denn hier scheint es nicht wirklich was zu geben, oder? In der Oase? Nee, komm, traveln wir mal nach oben. Zwar in diese Richtung. Was haben wir hier oben? Das ist doch bestimmt wieder so ein Krog-Rätsel, oder? Ja, okay, doch, das ist eins. Dann machen wir das auch noch. Ja, das war wieder eine sehr krogreiche Folge. Sehr gut. So, wo kommt das jetzt hin? Okay, ich sehe es schon. Und zwar kommt das genau hier rauf. Hallo? Ja, geht doch. Ich habe mich schon gerade gewundert, weil das so lange gedauert hat. So, und wieder ein Krogsamen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es einfach 900 Stück geben soll. Ich habe das Gefühl, ich sammle so viele ein und ich habe gerade mal 100. Ich habe ein Neuntel aller Krogs. Worauf habe ich mich bitte eingelassen? Also im Ernst, worauf habe ich mich hier eingelassen? Ja, komisch, wie leer das ganze Gebiet hier aber auch ist, ne? Bisher habe ich ja bis auf Krogs und einen Wächter nicht viel entdecken können. Oben auf dem Berg ist wahrscheinlich auch wieder ein Krog, wenn mich mein Gespür nicht komplett verrät. Okay. Und natürlich verrät mich mein Gespür nicht. So, noch ein Krogsamen. Was befindet sich denn unter diesen Steinen? Kann ich das bewegen? Okay, eine Kiste. Kann ich die so öffnen? Nee, das geht natürlich nicht. Gut, dann muss ich das hier so einfrieren und mit irgendwas gegenhauen. Die Frage ist nur, womit? Damit. So, let's go. Da hinten ist wieder ein Krogrätsel, oder? Ey, was zur Hölle? Ich finde hier nur Krogrätsel, aber keine Schreine oder so. Ein Königsbogen. Den kann ich doch locker gegen den Gerudo-Bogen eintauschen. Wobei man mit dem gut snipen kann. Ich glaube, ich droppe doch lieber den Ritterbogen. Hier ist nochmal ein Krogrätsel. Egal, Leute. Gehen wir doch erstmal da hinten zum Stall. Da wird doch bestimmt wieder ein Schrein sein. Denn Leute meinten bei mir im Chat, genau, dass bei jedem Stall ein Schrein sein soll. Und die Leute, die das geschrieben haben, lagen wohl richtig. So, und da oben befindet sich der Schrein. Und hier sind wir beim Stall. Stall der Hochebene. Dann gehen wir erstmal da oben zum Schrein. Kaomaka-Schrein. Und holen uns schon mal den Wegpunkt. Und was sich in diesem Schrein befindet, finden wir zusammen in der nächsten Folge raus, Leute. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Falls ja, würde ich mich natürlich wie immer über eine positive Bewertung freuen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich bin euer Omaki. Macht's gut!